Hey Tomsi, macht gerade ein Video von euch. Guten Morgen. Und ist schon mit der Drohne geflogen. Das sieht auf der Kamera viel weiter aus, als es wirklich ist. Gucken, wie weit wir rankommen. Mit den Autos leider nicht. Das wäre natürlich ein Foto gewesen, aber... Es war super. War voll die Lichtparty heute Nacht. Die laufen da die ganze Nacht drin rum und kontrollieren, dass da keiner irgendwas Böses tut. Vielleicht mal Graffiti oder so getippt oder keine Ahnung. Also erstmal einen Kaffee und dann sehen wir uns gleich im Kreis. Lilly, worauf wartest du denn? Wartest du auf was? Ach, auf das? Sie warten vielleicht auf Essen. Das Glasmobil zieht sich an. Hier. Was? Nackte Menschen vor historischen Buildings. Alter, das sind ja schon wie so Massen. Ich sag ja, die Rush Hour hat begonnen und da stehen noch mehr. Hier noch mehr. Echt jetzt? I can't take it anymore. Die Behinderten. Let it go. Let it go. Was singst du da? Hä? Ich lass los. Lass jetzt los. Ich lass auch los. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Die Macht lass der Erziehung ist unaufhörlich. Lass jetzt los. Konstanze. Mit Schuh. Nie gesehen den Hund. Ich würde 700 sagen, das insgesamt jetzt. Also alle. Hätte ich gefunden. Wie viel da Pfund? 25? 21. 22. Komm, mach auf, du bist nicht jetzt. Komm jetzt hierher und gib mir die Hand. Sonst knall ich dir, Paar! Rundgang. Wir sind hier beim Stone Age. Henge. Henge. Wir laufen jetzt hier durch, weil andere Seite kostet 20 Euro und da hat man keinen Platz zum Laufen. Sind Sie gerne drin? Ich bin heute Ihr Führer. Gerne erkläre ich Ihnen alle, was das hier auf sich hat. 1989. Verlief durch Ost und West eine Mauer.
2019. Nicht mehr. Haben sich Ost und West. Ost. Ost. Und West. Angefunden. Mal diesen hysterischen. Dies ist ein hysterischer Ort. Zusammen gefunden. Bitte achten Sie darauf, wo Sie hinlaufen. Hier ist alles voller Kuhn, Schafscheiße. Fall für Galileo Mystery. Wir befinden uns hier an einem hysterischen Ort. Hier sind Aliens gelandet, mehrfach. Und jetzt versucht man es als Kalender zu tarnen, der ungefähr vor 3000 Jahren hier aufgestellt wurde. Ich glaube, kein Mensch. Außer vielleicht den 5000 Menschen, die hier gerade auf dem Gelände rumlaufen. Ja, so ist das oben in Stonehenge. Aber wie man schon sieht, sind wir außen, sind nicht da reingegangen. Nur damit du da drin stehen kannst, zahlst du pro Person 20 Euro. Kann man sich auch so angucken. Schöne Grüße vom Stonehenge. Henge! Mach neu! Nein! Boris freut sich darüber. Dahinter sind übrigens die Steine, hinter diesen vielen Menschen. Da sind Steine. Steine von Stonehenge. Mama Hobby! Mama Hobby! Hobby! Ja, voll! Nimm das von der Hand, Mann! Wieder Giant Causeway eigentlich. Also es war wirklich unfassbar. Also ich bin froh, dass wir da gepennt haben und das wenigstens nachts mal oder abends und früh morgens so ein bisschen in Ruhe genießen konnten. Aber also niemals. Ich habe gesagt, also erstes Mal bezahle ich keine 22 Pfund, dass ich einmal um die Steine rumlaufen darf, weil ran darf man ja nicht. Und also es war unfassbar. Naja, ist ja auch Wumpe. Jetzt sind wir eben, wie gesagt, auf dem Weg zum Strand, weil ich glaube, jetzt mal so ein bisschen am Beach rumtingeln, das hat uns gestern schon viel Spaß bereitet. Da bleiben wir auch über Nacht, denke ich. Und wir suchen noch auf jeden Fall einen Supermarkt, weil wir brauchen viel Zeug. Wir haben gestern Abend leider unseren Restbestand an Alkohol leer getrunken. Aber es war sehr witzig dafür. Ja, die Sonne ist rausgekommen, es ist total schön. Aber wie soll es doch anders sein? Wir sind ja anders auf dem Strand. Von Orkan haben wir nichts mitbekommen, nicht wirklich.
vom Orkan haben wir nur, also am Ankommerabend quasi, da hat es ein bisschen gepustelt, aber ansonsten ist alles super. Also Wetter ist für Oktober tibitoppi. So, bis später. Geht ja auch das Licht aus. Eigentlich wollten wir ja hier am Strand schlafen, aber da sich am Horizont ein riesiges Gewitter zusammenbraut, was ziemlich schnell auf uns zuzog, haben wir uns dann hier doch verkrümelt und suchen uns jetzt einen anderen Schlafplatz. Das ist dann ein kleiner Parkplatz, ein Stück weiter in einer Bucht, auch direkt am Meer, aber geschützt durch einen kleinen Wall. Wir haben erstmal noch einen ruhigen Abend verbracht, aber in der Nacht hat es dann so gestürmt und geschüttet, dass wir froh waren, dass wir vom Strand weggefahren sind. Und hier ist der Ausblick auch ganz toll. Das seht ihr dann aber nächstes Mal. Bis dahin, tschüss!